bei Bach ist ganzes Schaffen sehr religiös. Also er hat seine Musik geschrieben, um dem Gott zu dienen. Und das hört man in jede einzelne Note und in jede einzelne Pause in dieser Musik. Die ganz besondere geistige Tiefe, die man in dieser Musik finden kann, ist vielleicht das Schönste, das man als Künstler in Musik erleben kann. Bach kann man Akkordeon nicht lernen, egal wo man das Instrument studiert. Aber es gibt doch eine besondere Verbindung, weil in der Musik von Johann Sebastian Bach hört man Gesanglichkeit, die man oft mit dem Blasinstrumenten nachspielen kann. Und natürlich seinen hervorragenden Kontrapunkt und die Harmonie. Und das kann man mit dem Akkordeon auf eine besondere Weise darstellen, weil Akkordeon als Tasteninstrument hat die polyphonen Möglichkeiten wie eine Orgel, man spielt mit allen 10 Fingern. Aber gesanglich, Akkordeon ist es eigentlich sehr nah zu einer Stimme oder zu einem Blasinstrument, weil der Klang entsteht mit der Luft. Akkordeon ist ein Instrument, der atmet und der singt bei Ein- und beim Ausatmen. Deswegen kann man die gesanglichen Melodien oder die Themen oder die Phrasen wirklich auskosten und trotzdem eine fantastische Polyphonie doch herstellen und auch die Basso Continuo und alles, was in den Noten steht, wirklich zu dem höchsten Licht bringen. Beziehung und Liebe zu Bach hat sehr früh begonnen. Ich kann mich ganz gut erinnern, das war mein allererstes Wettbewerb, den ich mit 6 Jahren mitgemacht habe in Serbien. Und im Programm stand ein kleines Präludium von Bach. Und dieses Stück, dieses Präludium hat mir dann den Weg geöffnet zu Bachs Musik und seitdem bin ich absolut verliebt in diese Musik. Und das war nie die Frage, dass eines Tages auch ein CD mit dem Bach erscheinen wird. Beziehungsweise ich habe schon einmal Bach Solo aufgenommen auf Akkordeon, aber Bach mit dem Orchester, das ist etwas wirklich Besonderes und eine ganz große Herzensangelegenheit von mir und Gott sei Dank ist sie auch in Erfüllung gekommen. Es gibt einen Treffpunkt, wo sich alle Elemente treffen und das ist passiert 1829 in Wien. 1829, der junge Felix Mendelssohn Bartholdy, 20 Jahre alt, spielt Matthäus Passion mit dem Singakademie ungefähr 100 Jahre nach der Erstaufführung. Das war die Zeit, wo die Musik von Johann Sebastian Bach wieder belebt wurde.
Im selben Jahr in Wien wurde ein neues Instrument patentiert, eine Erfindung von Cyril Demian mit namens Akkordeon. Aus dem Jahr stammt auch das Patent von Concertina, ein anderes Instrument, der war eigentlich der Vorläufer von Bandoneon, das Instrument von Astor Piazzolla. Das ist ganz interessant, weil auch die Verbindung, meine persönliche Verbindung zu Bach, aber auch meine persönliche Verbindung zu Wien, weil ich lebe in diesem Stadt seit 16 Jahren. Der Ursprung, wo Akkordeon entstanden ist und auch der Ursprung, der Vorläufer von dem Bandoneon. Da treffen sich diese alle Elemente von diesem Programm zusammen. Auch gleich bei Bach und bei Piazzolla, bei beiden Konzerten, eigentlich bei alle drei Konzerten, die sind solche Dramatiker, die nehmen den Zuhörer sofort in Action. Von der ersten Note ist die Musik sofort da. Also der Zuhörer ist plötzlich mit der ersten Sekunde in der Musik drinnen. Es gibt keine Vorbereitung mit dem Orchester, sondern bei Piazzolla und bei Bach, ab erster Note sind wir da. Die Zuhörer sollen mit dem ganzen Herzen wissen, dass da ein treues Text kommt. Es wurde gar nichts verändert, es wurden keine Arrangements gemacht. Ich spiele einfach die Noten 1:1 von Bach und von Piazzolla. Aber wichtig ist, dass diese Göttlichkeit in der Musik, die Johann Sebastian Bach und Astor Piazzolla, die beide berührt haben, dass die Göttlichkeit wird jetzt mit einer neuen Klangfarbe, mit einem neuen Instrument für Sie erzählt.